Spiel von Haching gegen Holstein Kiel. Zum einen, die offensive Qualität bleibt sichtbar, aber viele hochkarätige Chancen haben die Gastgeber daheim mal wieder nicht. Zum anderen, die Youngster werden mit den eigenen Mitteln attackiert und reagieren am Ende frustriert. Zusammenfassend, Haching steht oben in der Tabelle, agiert nicht wie ein Spitzenteam. Wir wussten natürlich, dass die sehr aggressiv draufgehen, dass sie Riesenqualität haben. Ich glaube, das haben sie bewiesen, der Gegner. Ich glaube, das war der stärkste in der Saison hier im Sportpark. Und dementsprechend, glaube ich, können wir und müssen wir auch mit dem 0-0 leben. Der Aufsteiger aus Kiel mit der ersten Chance. Müller hat da alles im Griff. Und nicht nur da. Die erste Halbzeit, die ereignisreichere der Partie. Und schon hier fällt auf, dass sich die Hachinger von der hohen Laufbereitschaft, dem ständigen Vorchecking der Kieler, doch gehörig irritieren lassen. Nach dem Ballverlust kann Innenverteidiger Erb gerade noch so klären. Mit der Vorwärtsverteidigung Kiels wird unter Haching quasi mit den eigenen Waffen geschlagen. Denn normalerweise setzen die jungen, laufstarken Spieler in Blau den Gegner unter Druck. Hier schafft es Kiel über weite Strecken, das Spiel so zu dominieren. Nur selten gelingt den Gastgebern eine spielerische, überraschende Lösung aus der Umklammerung. Und wenn, dann fehlt oft der letzte Pass. Gut, da brauchst du natürlich dann auch die Ruhe in dir und die Ruhe in der Mannschaft. Und mit dem Stress und mit der Drucksituation im Spiel, ja, kommt man aus der Ordnung raus, man eröffnet dann sehr, sehr schnell, man ist noch nicht in Positionen, dann fehlt die Anspielstation und dann steigt auch ein bisschen der Druck. Und dementsprechend hat es aber der Gegner auch sehr, sehr gut gemacht. Dabei hat Haching gerade in der letzten Woche an Details seiner Defensive gefeilt. Und kann auch mit schnellen Balleroberungen glänzen. Haas spritzt dazwischen, Vogelsammer mit Power wieder auf Haas. Die dickeren Chancen im ersten Abschnitt haben die Gastgeber. Aber Kiel ist nicht gewillt, klein beizugeben. Kurzpassspiel führt nur bedingt zum Erfolg. Also als Alternative der öffnende weite Pass von Erb auf Vogelsammer. Haching rückt nach, spielt sich fest am Strafraum. Und wenn was geht, geht was über die linke Seite, über Schwarz. Ein herrlicher Sololauf. Gerade so gestoppt von Torhüter Riedmüller, vor der Saison von Bayern 2 in den hohen Norden gewechselt. Hier zeigt sich das offensive Spektrum der Spielvereinigung, das Können von Schwarz und die gute Torwartschule der Bayern. Apropos Schule, Haching ist ja ein Ausbildungsverein. Und so ist es kein Wunder, dass Markus Schupp, ein weiterer Ex-Bayer, jetzt Manager bei Zweitligist Aalen im Sportpark ist, um Spieler zu sichten. Er sieht in der zweiten Halbzeit eine leichte Unsicherheit von Müller. Und er sieht nur noch Holstein Kiel im Vorwärtsgang. Glück, dass der Ball bei Welsmüller so liegen bleibt. Das Trainerduo Baum-Schromm muss einigermaßen hilflos zuschauen, wie Kiel jetzt eindeutig Herr im fremden Haus ist. Der eingewechselte Hofstetter kann Haider gerade noch so stören. Kiel jetzt mit beeindruckenden Ballstaffetten. Der Tabellenzehnte zeigt, dass ein Team im Mittelfeld nicht Mittelmaß sein muss, ganz im Gegenteil. Haching hat kaum Möglichkeiten, an den Ball zu kommen. Es ist mir ein Rätsel, dass Holstein seit nunmehr 8 Spielen ohne Sieg ist. Auf der anderen Seite sind die Oberbayern im Moment eine Mannschaft, die sich das Glück erkämpft und weiter Punkte sammelt, um oben dranbleiben zu können in einer engen dritten Liga. Heute sind wir mit dem Punkt natürlich zufrieden, den nehmen wir mit oder lassen wir zu Hause. Aber natürlich, wenn wir konsequenter sind, dann kann es natürlich auch mal sein, dass wir auch mal zu Hause 3 Punkte holen. Das Fazit bleibt, der eine Punkt ist okay, denn er ist eher glücklich. Welsmüller fault Hartmann, Schiedsrichter Alt entscheidet auf Freistoß. Die Kieler können es nicht glauben, wollen Elfmeter.
Und bei genauerer, verlangsamter Sicht trifft der Hachinger den Holsteiner eher auf als vor der Linie. Ein Strafstoß also durchaus möglich. Das als letzter kleiner Lichtblick für Unterhaching.